Ausnutzungsziffern sind von der Definition her in der ganzen Schweiz dieselben. Doch von der Messweise gibt es da ganz große Unterschiede. Die gleiche Ausnutzungsziffer bedeutet in einem Kanton ein Gebäude mit einer Größe von beispielsweise 300 Quadratmeter, in einem anderen Kanton 500. Warum ist das so? Die Hauptarten von materiellen Bauvorschriften sind Nutzungsvorschriften, also Art der Nutzung, Gestaltungsvorschriften, Höhe, Länge, Breite einer Baute, dann auch Abstandsvorschriften, Abstand zu einer Grenze, zu einem anderen Gebäude, zu einer Straße, Gewässer oder Wald, dann auch die technischen Vorschriften, Sicherheitsvorschriften eines Gebäudes. Die Gebäudehöhe ist die größte Differenz zwischen dem gewachsenen Terrain und dem obersten Punkt des Gebäudes. Auch das wird in den verschiedenen Kantonen ganz unterschiedlich gemessen. Das Baurecht ist sehr komplex. Sehr viel ist kantonal geregelt. Das heißt, dann überall gibt es andere Messweisen. Das Baurecht ist für das Potenzial einer Immobilie von sehr großer Bedeutung. Erfahren Sie mehr zum Thema Baurecht und besuchen Sie dazu unseren Fachkurs Grundlagen Baurecht. Hat Ihnen das Video gefallen? Möchten Sie Ihr Fachwissen im Immobilienbereich verbessern? Besuchen Sie dazu unsere Fachkurse auf sfgm.ch.